wunderschönen guten Tag. Ich bin jetzt gerade hier in Mandalay am Hauptbahnhof und habe mir für morgen früh 4 Uhr einfach mal einen Zug, der 13 Stunden lang fährt, nach Sipa gebucht. Aber das soll die schönste Zugstrecke überhaupt sein. Ich freue mich da so sehr drauf. Könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich gehe jetzt gerade zurück zu meinem Hostel und das Ticket hat einfach mal 4000 Kyat gekostet. Das sind umgerechnet einfach mal 2,70 Euro. Der Zug geht 13 Stunden, 200 Kilometer. Müsst ihr euch mal überlegen, 200 Kilometer, 13 Stunden. Ich habe mir jetzt eben gerade im Hostel noch die Klamotten gewechselt, weil es einfach wieder so heiß ist. Und ich laufe jetzt mit Britta ein bisschen durch Mandalay. Schaut euch das einfach mal an, wie dreckig das hier ist. Das ist alles Müll und hier ist einfach mal so ein kleiner Fluss. Es geht gar nicht, ey. Eben gerade beim Eingang habe ich noch das Teil hier bekommen, das hier. Ich finde das irgendwie richtig schön. Passt jetzt nicht unbedingt vielleicht so rot-grün, aber mir gefällt das wirklich richtig gut. Hier sieht man dieses Teil noch mal besser und ja, sieht richtig schön aus, wirklich. Wir laufen jetzt gerade die ganze Zeit schon aus der Innenstadt raus zu einer Brücke und von dort aus wollen wir den Sonnenuntergang betrachten. Mingolaba! Hey! Schaut euch das mal an. Mingolaba? Mingolaba! Zack! Zack, zack, zack. Mingolaba! Wie viel Müll hier einfach rumliegt. Und hier sind einfach mal Schweine. Mingolaba? Wir laufen jetzt hier bestimmt schon anderthalb Stunden durch die Gegend. Wir hätten uns auch irgendwie ein Taxi nehmen können oder so ein Motorbike oder so. Aber das, was wir vorhin hier alles erlebt haben, das ist einfach der absolute Wahnsinn. Sowas von authentisch. Echt richtig krass. Ich weiß, ich bin manchmal ein bisschen euphorisch, aber Myanmar ist wirklich einfach nur der absolute Wahnsinn. Die Menschen, ja, der Hammer. Aber was ich nicht verstehen kann, ist wirklich, wie die mit der Natur umgehen. Überall liegt Müll. Wo ich das gerade sage, schaut mal hier. Schaut euch das mal an. Wie viel Müll hier einfach rumliegt. Das ist echt krass. Ja. Und wir haben jetzt noch irgendwie gut 2 Kilometer vor uns. Und dann sind wir auch schon auf der Brücke angekommen. Ja, und die Sonne geht so ganz langsam schon unter. Wir sind jetzt so circa 1 Kilometer von unserer Brücke entfernt und schaut euch einfach mal an, was hier abgeht. Ist gerade irgendwie so ein Zug. Wir sind jetzt hier auf der Yubane Bridge angekommen und schaut euch einfach mal an, wie schön das aussieht. Und ich glaube hier, dort, da gehen wir jetzt mal hin. Schaut euch mal hier die Hunde an. Richtig verspielt, ey.
Ringelaber! Wir sitzen beim Essen und es gibt Myanmar-Bier und hier Tofu mit einer ganz, ganz scharfen Soße. Schmeckt super lecker. Der Hammer. Und jetzt werden hier noch so ganz viele Sachen gebracht. Richtig, richtig krass. It's not nice. This is sweet bangi. It's a durian. This is potato with eggs. Durian. Another one, ladyfinger with eggs. And this is balasam. Fried balasam. Yes, another one. Wir haben gleich keinen Platz mehr auf dem Tisch. Our mango pickle salad. Another one, peanuts. This is fried peanuts. You order green curry? Yes. Und jetzt kommt noch mein grünes Curry. Yeah. Das habe ich mir nämlich auch noch bestellt. Yeah, this is green curry. It's the red chili. Yeah, this is chili. Yeah, nice, very nice. Very spicy. Okay. Habt ihr gehört? Richtig, richtig scharf. Thank you. Thank you. Der Hammer, Leute. Also ich habe mir das frittierte Tofu hier bestellt. Grünes Curry und das war's. Und er hat jetzt einfach mal hier das ganze Zeug noch gebracht. Jetzt ist er gerade noch mal vorbeigekommen und hat einfach mal noch hier Reis gebracht. Also wenn ihr irgendwann mal in Mandalay seid, auf jeden Fall nahezu Mingalabar, zur Mingalabar gehen, der Hammer, wirklich. Also ich muss echt sagen, ich bin dermaßen voll gegessen. Und jetzt schaut euch einfach mal das an. Die haben jetzt gerade noch Nachtisch gebracht. Das hier sind so Nüsse außenrum, genauso wie das da. Und das hier in der Mitte ist irgendwas Scharfes, das soll man so miteinander mischen. Das schmeckt so unfassbar lecker. Ich bin zurück im Hostel und wenn euch der Tag mit mir heute gefallen hat, dann lasst mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Hier meinen YouTube-Channel abonnieren und dort das letzte Video anschauen. Und dann würde ich einfach sagen, sehen wir uns jetzt gleich in 4 Stunden wieder. Ciao.